Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht nochmal um die Zerstreuung Israels, die noch bevorsteht. Das ist ein Thema, was für ganz viel Aufsehen sorgt, wenn man darüber spricht. Ich kenne auch eigentlich niemanden, der groß darüber predigt. Ich glaube, dass die Bibel das sagt. Man kann auch sehen, dass Israel zerbrechen wird in zwei Teile, nämlich in einen Norden und in einen Süden. Ich habe da oft von gesprochen, ich habe das auch oft in Videos gezeigt. Wer die Videos noch nicht gesehen hat, den bitte ich einfach, die anzuschauen und sich in Ruhe Gedanken darüber zu machen. Das sind natürlich Aussagen, die der allgemein verbreiteten evangelikalen Eschatologie vollkommen widersprechen. Ja. Die evangelikale Theologie, die geht davon aus, dass Israel gesammelt worden ist und seit 1948 ein Staat ist und so lange bleibt, bis Jesus wiederkommt. Ja, also wird dann die Entrückung kommen, ohne irgendwelche Vorwarnung, plötzlich, entweder morgen oder sogar heute noch. Ich empfinde das als eine Unnüchternheit, die Paulus auch beschreibt im 1. und 2. Thessalonischer Brief. Da möchte ich gerne auch noch ein Video zu machen, werde ich die Tage mal angehen. So der Herr will und ich lebe, ja. Aber die Aussage, dass Israel zerbrechen könnte und dass diesem Volk noch eine Zerstreuung bevorsteht unter die Völker, aus der Christus sie dann retten wird und sammeln wird, wenn er kommt, wenn er zum zweiten Mal kommt, das ist eine Perspektive, die wir nicht kennen und die auch nirgendwo groß gepredigt wird, weil das überhaupt nicht im Fokus ist. Und wenn es denn im Fokus wäre, ist das natürlich immer schwierig, gegen den allgemeinen Mainstream da anzugehen. Ich erlaube mir das trotzdem, weil ich glaube, dass das in der Bibel steht und dass das wichtig ist für uns auch zu wissen. Aber ich verstehe natürlich, dass das relativ viel Kritik hervorruft und Abwehrhaltung in den Kommentaren zu dem letzten Video, könnt ihr das auch sehen, dass viele das abstreiten und sagen, nach der Sammlung Israels, in Klammern seit 1948, wird keine Zerstreuung Israels mehr geschehen. Ich glaube, dass eben und genau das passiert und dass nochmal eine Zerstreuung dieses Volkes kommen wird. Und ich glaube, dass Israel zerbricht. Das ist auch der Grund, warum ich im Moment die Ereignisse in Israel so detailliert anschaue und verfolge. In meinem Kanal auf Telegram kommentiere ich das immer wieder. Ich zitiere da auch viele Pastoren, also zum Beispiel, also insbesondere den Amir Zafati. Das ist ein messianisch-jüdisch-christlicher Evangelist, der politisch sehr gut informiert ist. Ja, ich bin in Bezug auf seine Endzeitsicht nicht einer Meinung mit ihm. Aber der ist sehr, sehr gut und sehr aktuell auch informiert und deswegen alles, was irgendwie politisch da von ihm geäußert wird, insbesondere die Bedrohung, der Israel im Moment ausgesetzt ist von seinen Nachbarstaaten, die er als Proxystaaten bezeichnet und die wohl vom Iran gesteuert und versorgt werden mit allen möglichen Waffen, das beobachte ich sehr aufmerksam. Ich glaube nicht, dass Israel jetzt so schnell schon auseinanderbricht. Aber ich glaube, dass man jetzt schon sehen kann, wo der Riss verläuft, nämlich zwischen Jerusalem und Tel Aviv, also zwischen Norden und Süden. Und es gibt durchaus hochrangige Politiker, wie zum Beispiel der ehemalige israelische Botschafter, der in Washington Botschafter war für 4 Jahre, der sagt, dass er ganz erstaunt war, dass er den Eindruck hat, dass in Israel zwei Völker entstehen. Und da war ich natürlich hellhörig, ja, als er das gesagt hat, weil er das auch vergleicht mit der Situation zur Zeit von Jesaja in Jesaja 7, Syro-Ephraimitischer Krieg, da verweist er drauf und sagt, das ist ja heute fast so wie damals. Ja, damals gab es auch den Norden Israels, in Klammern Ephraim, und den Süden Israels, Juda. Und er sagt, es ist sogar geopolitisch heute so. Im Süden Jerusalem und Umland und im Norden entlang der Mittelmeerküste die Liberalen, die gegen diese Pläne von Netanyahu demonstrieren, und zwar zu Hunderttausenden. Das empfinde ich auch sehr erstaunlich, dass sich kein evangelikaler Prediger dazu äußert im Moment. Ja, also alle großen Namen,
die ich so kenne, und ich verfolge da sehr viel auch im Internet, ja, und kenne die ja zum Teil auch persönlich. Keiner von ihnen äußert sich zur gegenwärtigen Situation in Israel. Und das finde ich schon also sehr bedenklich. Ja? Viele Pastoren springen auf jedes Thema auf, weil es natürlich jede Menge Klicks auch gibt. Aber diese existenzielle Bedrohung, die in Israel im Moment herrscht, und zwar nicht von außen, sondern von innen, da äußert sich erstaunlicherweise niemand zu. Und wie gesagt, das finde ich sehr, sehr interessant und auch ein Stück weit vielleicht entlarvend. Manche wissen vielleicht auch mit der Situation überhaupt nichts anzufangen, aus den anfangs genannten Gründen. Weil die meisten davon ausgehen, dass Israel mehr oder weniger das gelobte Land ist, dass Israel Gottes Volk ist, dass Israel von Gott bewahrt bleiben wird. Das wird auch überall gepredigt, ja? Auch zum Beispiel Amir Zafati oder alle großen evangelikalen Prediger sagen das. Dabei blenden sie aber aus, dass die Bibel uns deutlich sagt, dass Israel verwüstet wird, dass diese Verwüstung bis zum Ende gehen wird und dass es ein Gräuel der Verwüstung geben wird. Sie blenden aus, dass die Bibel sagt, dass 2/3 dieses Volkes untergehen wird und das letzte Drittel nochmal gereinigt und geläutert werden wird, sodass nur ein ganz kleiner Teil von dem Israel, das wir heute sehen, überhaupt übrig bleibt. Das heißt, auf der einen Seite wird natürlich gesagt, dass Israel bewahrt bleibt und Gottes Volk sei und Gott dieses Volk bewahrt, bis Jesus wiederkommt. Aber sie blenden vollkommen aus, dass diese Aussagen, diese heftigen Aussagen in der Bibel für die Endzeit für Israel vorhergesagt sind. Das passt ja theologisch überhaupt nicht zusammen. Das muss ja zusammengehen irgendwo. Und diese selektive Sichtweise für die Endzeit, die führt dazu, dass wir nicht gut unterwiesen sind in dem, was die Schrift sagt in Bezug auf die Zukunft Israels. Und deswegen sind so viele auch erstaunt und erschüttert und kritisieren dann natürlich auch stark das, was ich hier aus der Bibel auch zeige und auch jetzt nochmal zeigen möchte. Ich kann das gut verstehen. Das liegt einfach daran, dass wir schlecht gelehrt sind in den Dingen. Jesus sagt in seiner Endzeitrede, dass ein Zorn sein wird über dies Volk. Er sagt nicht, dass ein Zorn sein wird über mein Volk, sondern er sagt über dieses Volk. Welches Volk? Über Israel. Warum ist Israel nicht das Volk Jesu? Weil sie ihn ablehnen. Und deswegen kommen die Dinge alle. Ja? Er sagt, das sind die Tage der Rache. Dass erfüllt werde alles, was geschrieben steht. Und es wird ein Zorn sein über dies Volk. Das sind die Worte Jesu. Und die werden vollkommen ausgeblendet. Ja? Ich habe noch nie eine Predigt darüber gehört. Ich habe viele Predigten über Matthäus 24 gehört. Viele. Und über Markus 13 und über Lukas 21 und über Lukas 19 und über diese ganzen Themen. Aber ich habe nie gehört, dass jemand sagt, dass das Tage der Rache sind. Welcher Rache denn? Na, der Tage der Rache des Sohnes Jesu über dies Volk. Ja, und wir dürfen das nicht ausblenden. Wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht. Ich weiß, dass das heftig klingt. Und dass das unserer Vorstellung über Israels Endzeitrolle, weil sie so zionistisch-evangelikal geprägt ist, vollkommen diametral widerspricht. Aber es steht in den Endzeitreden Jesu. Und es steht auch hier in Joel. Ja. Hier in Joel steht auch von der Zerstreuung. Und das möchte ich euch gerne noch mal zeigen. Da hat nämlich niemand drauf reagiert in den Kommentaren beim letzten Video. Ich möchte das gerne ein bisschen nachschärfen. Denn in Joel 3 steht, bei manchen ist es Joel 3, bei manchen ist es Joel 4, weil die Kapitelzählung da ein bisschen unterschiedlich ist. Bei mir in der Lutherbibel ist es Joel 4, ab Vers 4 lese ich mal. Und ihr von Tyrus und Sidon, das ist der heutige Libanon, ja? Ihr von Tyrus und Sidon und alle Kreise der Philister, was habt ihr mit mir zu tun? Wollt ihr mir trotzen? Wohlan, trotzet ihr mir, so will ich es euch eilend und bald wieder vergelten auf euren Kopf, die ihr mein Silber und Gold und meine schönen Kleinode genommen und in eure Tempel gebracht habt. Und jetzt kommt der Vers. Dazu auch die Kinder Juda und die Kinder Jerusalems verkauft habt den Griechen, auf dass ihr sie ja fern von ihren Grenzen brächtet. Das ist der Vers, auf den ich nochmal eingehen möchte und das noch ein bisschen
nachschärfen möchte. Ich habe hierüber auch schon Videos gemacht. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich darüber spreche. Ist aber jetzt im Zusammenhang mit dem, was in Israel ist, damit man das mal ein bisschen geistlich auch einordnen kann, was passiert denn da im Moment überhaupt, ja? Das ist ja beispiellos, was da passiert. Dass der Riss innerhalb dieses Volkes dermaßen offengelegt wird und sichtbar ist eigentlich für uns alle. Aber weil wir theologisch dort eine einseitige Richtung haben, das nicht einordnen können, was da passiert. Ja, und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum sich so viele namhafte Theologen dazu überhaupt nicht äußern, weil das alles nicht in ihr Bild passt. Ja. Aber wenn man jetzt den Vers mal genau liest, dann steht hier, dass die Kinder Juda und die Kinder Jerusalems verkauft werden, den Griechen. Über die Griechen habe ich schon gesprochen, ja. Für die Endzeit erwarte ich, dass der Antichrist ein endzeitliches Pendant dieses antiken Antiochos Epiphanes ist. Antiochos Epiphanes war historisch der achte Seleukidenkönig. Biblisch ist es der siebte. Da gibt es auch ein Video drüber, dass in Daniel 11 ein König fehlt. Ja, der fehlt nicht umsonst, sondern das ist eine ganz bestimmte Struktur, die Gott uns da zeigt. Dieser Antiochos Epiphanes war ein Seleukide. Die Seleukiden gehen zurück auf Seleukos den Ersten, einen griechischen General Alexanders des Großen. Und damit ist dieser Antiochos ein Grieche. Kein Griechenland, wie wir es heute kennen, ja, unser oder vieler bekannter und beliebter Urlaubsort in der Ägäis, sondern diese griechische Linie, die führt zu diesem Seleukidenreich. Und das Seleukidenreich ist zum Schluss zusammengeschrumpft auf die Region in Syrien, ja, und ist dann eingeleibt worden, irgendwann 63, 64 vor Christus ins Römische Reich. Und diese griechische Linie ist also nicht die ägäische Linie, sondern diese griechische Linie ist eine syrische Linie. Und ich erwarte für die Endzeit, dass dieser Antiochos Epiphanes, auf den Jesus auch in seinen Endzeitreden übrigens verweist, dass der wiederkommt. Und dass wir in der Endzeit dann eine antiochische, seleukidische, griechische Herrschaft haben. Das wird sich wiederholen. Warum? Weil das die Bibel sagt, weil das im Alten Testament schon so steht. Deswegen werden die Kinder Juda und die Kinder Jerusalems den Griechen verkauft, nicht den Römern. Ja, da habe ich im ersten Video auch schon von gesprochen. Ich will das nur der Vollständigkeit halber hier nochmal sagen. Vielleicht haben manche dieses erste Video nicht gesehen. Wer wird denn hier verkauft? Hier werden verkauft die Kinder Juda und die Kinder Jerusalems. Hier wird nicht ganz Israel verkauft, sondern hier wird nur der Süden verkauft, Juda und Jerusalem. Warum wird denn der Norden nicht verkauft? Warum wird nicht ganz Israel verkauft? Das ist die Kernfrage von dem Video, was ich hier mache. Weil der Norden Israels, in Klammern Ephraim, im Bündnis ist mit den Griechen. Oder mit dem Griechen, mit dem Antichrist. Ja, der Norden Israels ist im Bündnis mit dem Antichrist und wird nicht in die Gefangenschaft verkauft, weil die mit dem Feind Gottes schlechthin im Bündnis sind. Und die werden wahrscheinlich eher noch teilhaben daran, dass ihre Brüder, ihre Volksbrüder aus dem Süden, nämlich aus Juda und Jerusalem, verkauft werden und aus ihren Grenzen gebracht werden. Und das ist der Kern von dem, was ich gerne sagen möchte. Hier wird nicht ganz Israel verkauft und in die Gefangenschaft geführt, sondern die Bibel sagt, dass die Kinder Juda und die Kinder Jerusalems verkauft werden. Ja, die Kinder dieses Landstrichs Judäa und die Kinder aus der Stadt Jerusalem. Die Bürger Jerusalems. Warum nur die? Naja, weil der Norden im Bündnis mit dem Antichristen ist und halt nicht verkauft wird. Der Norden wird in diesem Krieg untergehen. Zwei Drittel von Israel werden vernichtet werden. Ja? Und der Süden, Juda und Jerusalem, wird verkauft werden. Und zwar den Griechen. Die werden verkauft werden an den Antichristen, nach Syrien, nach Assyrien und unter die Völker zerstreut werden. Das, was Joel hier beschreibt, hat es in der biblischen Geschichte noch nie gegeben. Die Kinder Israel sind natürlich, speziell die nördlichen 10 Stämme, sind in die assyrische Gefangenschaft gegangen. Die Kinder Juda, die sind in die babylonische Gefangenschaft gegangen. Aber noch nie sind die Kinder Juda und Jerusalems in eine griechische Gefangenschaft gegangen. Die sind noch nie verkauft worden an die Griechen. Das steht aber hier in Vers 6. Dazu auch die Kinder Juda und die Kinder Jerusalems verkauft habt den Griechen. Auf dass ihr sie ja fern von ihren Grenzen brächtet.
Mir geht es nur darum, dass wir den Text genau lesen und dass wir auch, insbesondere ich, das, was ich sage, an der Bibel halt auch festmache, sodass das jeder von euch nachprüfen kann. Ihr könnt das ja nachlesen. In den Kommentaren gab es natürlich helle Aufruhr, ja. Manche sagen, ich kann das gar nicht bis zu Ende lesen, ja. Sowas habe ich auch noch nie gesehen, das ist deine eigene Meinung. Also ich finde, man kann das hier in Joel sehen. Und nicht nur in Joel, sondern auch in Jesaja 7 oder in Jeremia und durch die Bibel durch, in Daniel kann man das auch sehen. Dieser Vers, den wir hier sehen, setzt voraus, dass Israel geteilt ist in einen Norden und in einen Süden. Dieser Vers setzt voraus, dass in der Endzeit die Griechen kommen, in Form eines Antiochos, eines endzeitlichen Antiochos Epiphanes, nämlich eines Antichristen, eines Tieres aus dem Meer, eines kleinen Horns aus Damaskus, aus Syrien. Dieser Vers setzt voraus, dass Israel zerbrochen ist in zwei Teile und dass der Süden verkauft wird. Und zwar von den Libanesen und auch von den Philistern, ja, Gazastreifen. Die werden das belagerte Jerusalem und das belagerte Juda in der Endzeit, noch vor der Entrückung wird das sein, werden die diese Kinder Judas und die Kinder Jerusalems verkaufen an die Griechen. Und diesen Vers kann man nicht erklären, wenn man nicht weiß, dass in der Endzeit die Griechen wiederkommen in Form eines Antiochos Epiphanes. Und ich fand es erstaunlich, dass sich viele natürlich darüber aufgeregt haben, dass ich solche Sachen sage, solche bösen Sachen, ja, dass Israel zerbricht und dass Israel deportiert wird. Und noch, um es nochmal genauer auch nachzuschärfen, das ist ja der Sinn meines Videos hier, dass nicht ganz Israel verkauft wird unter die Völker, sondern der Norden hat sich schon verkauft an den Antichristen und der Süden wird deportiert. Und wenn Jesus dann wiederkommt auf dem Ölberg in Macht und Herrlichkeit, dann wird er sein Volk Israel sammeln und zwar aus allen Völkern. Und das ist das, was in Hesekiel 37 beschrieben ist. Die Perspektive, die wir allenthalben gezeigt bekommen, ist aber, dass Israel schon gesammelt worden wäre im Jahr 1948 und dass Israel jetzt bleiben würde, bis Jesus kommt. Das ist nach meiner festen Überzeugung nicht der Fall, denn sonst passt dieser Vers ja hier nicht. Israel wird gesammelt, aber Israel wird gesammelt zum Gericht, denn es wird ein Zorn sein über dieses Volk. Und Jesus sagt auch, das werden Tage der Rache sein, dass alles erfüllt werde, was geschrieben ist. Wo denn? Naja, hier in Joel oder in Daniel, wenn der Engel zu Daniel sagt, dass eine Verwüstung kommen wird, ja, eine große Verwüstung, die bis zum Ende sein wird und auch noch ein Gräuel der Verwüstung da sein wird. Dann nämlich, wenn Juda oder dann nämlich, wenn Jerusalem wiedergeboren wird und wenn diese wiedergeborenen Menschen, die übrigens unsere Glaubensgeschwister sind, weil die an Jesus Christus glauben, ja, wenn die getötet werden vom Antichristen. Das ist der Gräuel der Verwüstung. Ja, wenn der Feind die Hände an die Gemeinde Jesu legt, das ist ein Gräuel in Gottes Augen. Und ich möchte auch jetzt nochmal sagen, es ist natürlich auch schlimm, wenn die Völker ihre Hände an Israel legen. Keine Frage. Aber es ist insbesondere ein Greuel vor Gott, wenn der Feind seine Hände an die Gemeinde Jesu legt. Ja? Wenn euch jemand Schaden tut, um des Glaubens an Jesus Christus willen, das ist ein Greuel vor Gott. Und der Gipfel dieses Gräuels der Verwüstung ist, wenn das Tier aus dem Meer, wenn der Antichrist nach Jerusalem reinbricht und die Wiedergeborenen dort töten wird. Und dann wird alles in Erfüllung gehen, was geschrieben steht. Das Problem ist aber, dass wir in diesen Dingen nicht gut unterrichtet sind, nicht gut unterwiesen sind, sondern wir leben da in einer Utopia-Welt, in einer evangelikal-zionistischen Utopia-Welt. Und wir müssen lernen, nüchtern zu werden, nüchtern zu sein und zum Wort Gottes zurückzukehren und uns der Realität zu stellen. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage für viele, folge ich der Theologie nach, in der ich bisher unterwiesen worden bin, oder gehe ich nochmal ergebnisoffen ans Wort Gottes und schaue mir das an, was die Schrift hier sagt. Ich konzentriere mich jetzt natürlich nur hier auf Joel 4 und auf diesen Vers 6. Aber man kann das an vielen anderen Bibelstellen auch sehen, ja? Zum Beispiel an Matthäus 24 und die anderen, die ich da auch erwähnt habe und wo ich überall auch schon Videos drüber gemacht habe. Wo es mir hier und heute jetzt darum geht, ist zu zeigen, diese Zerstreuung Israels konzentriert sich eigentlich auf den südlichen Teil, denn die in Jerusalem und die in Juda, die werden verkauft werden und werden verkauft werden in die Gefangenschaft.
verkauft werden in die Gefangenschaft unter den Griechen und nicht in eine römische. Ja. Ich wiederhole mich da, ich tue das aber auch gerne, weil ich weiß, dass das für viele neu ist. Für viele ist auch neu der Gedanke, dass Israel nicht Gottes Volk sein soll. Für mich war das auch neu. Ich habe da monatelang dran rumgemacht. Ja, wie kann das sein, dass Israel nicht Gottes Volk ist? Ich möchte das hier auch nochmal wiederholen. Israel war Gottes Volk im Alten Testament und Israel wird wieder Gottes Volk werden im tausendjährigen Reich. Jetzt hat sich Gott ein Nichtvolk ersehen. Das sagt Mose schon in 5. Mose. Ein Nichtvolk und zwar aus allen Völkern. Egal aus welchem Volk du stammst, wenn du zu Jesus gehörst, gehörst du zum Volk Gottes. Denn Petrus sagt im Petrusbrief, dass wir das auserwählte Geschlecht sind, das Volk des Eigentums, dass wir ein Volk von Königen und Priestern sind. Oder er sagt eigentlich genauer, dass wir ein königliches Priestertum sind. Während er zu Israel, wenn Gott zu Israel sagt durch Mose, ihr seid ein priesterliches Königtum. Ja, bei Israel liegt der Schwerpunkt auf der Königreichslinie, ein priesterliches Königtum, während Petrus das umdreht und sagt, ihr seid ein königliches Priestertum. Der Schwerpunkt bei der Gemeinde liegt auf dem Priester, auf der Priesterschaft. Ja. Und Petrus sagt, Petrus, ein Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremdlingen hin und her in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, also in der Türkei, nach der Vorsehung Gottes des Vaters, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das sind Menschen, die sind besprengt worden mit dem Blut Jesu Christi. Die haben sich im Blut Jesu Christi reingemacht. Das sind Juden, die zerstreut worden sind aus Israel bis in die Türkei, bis auf die Hochebenen der Türkei und dort unter Fremdlingen leben müssen. Und denen schreibt der Petrus. Ja? Das heißt, das ist eigentlich das Volk Gottes. Wie er in Vers 3 ja auch sagt, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das schreibt er nicht an Juden, nicht als Apostel der Beschneidung an Juden, die im Judentum verblieben wären. Das schreibt er an Juden, die in der Zerstreuung leben und die wiedergeboren sind. Und das muss man im Kontext auch sehen und verstehen. Und er schreibt weiter in 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, nicht das irdische Israel, sondern die, die an Jesus Christus glauben. Ihr seid das heilige Volk. Wir Christen sind das heilige Volk. Wir sind ein Nichtvolk. Israel wird wieder Gottes Volk, aber jetzt ist es nicht Gottes Volk. Ihr seid das Volk des Eigentums, schreibt Petrus an Wiedergeborene, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr vorher nicht ein Volk waret, weil sie aus allen Nationen kommen, die Christen. Ja? Nun aber Gottes Volk seid und vorher nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Petrus sagt also, alle, die an Jesus glauben, die sind Gottes Volk. Und das war für mich auch vollkommen neu, weil ich das auch immer anders gehört habe. Ja? Und ihr hört das auch überall anders, weil sich niemand das traut, sozusagen, wie es in der Bibel steht, weil das ein Skandal ist, weil dem widerstritten wird, weil wir anders gelehrt werden. Und weil wir so anders gelehrt werden, ist das meiner Meinung nach der Grund dafür, dass sich so wenige evangelikale Prediger zur gegenwärtigen Zeit in Israel äußern. Ich tue das nicht, ich äußere mich dazu und ich zeige auch in der Bibel, warum ich das tue, weil ich glaube, dass das, was wir sehen, dieses innere Zerwürfnis Israels, der Haris ist und eine Ankündigung ist für das, was die Bibel uns beschreibt, dass das Volk Israel nämlich in diesem Haris da auseinanderbricht, und zwar zwischen dem Norden Tel Aviv und dem Süden Jerusalem, um es verkürzt und verknappt zu sagen. Ja. Und das kann man hier auch sehen in Joel 4, Vers 6. Die Bibel ist wahr und die Bibel wird sich auch erfüllen, egal was wir gelehrt bekommen oder was Schwerpunkt ist in der modernen Verkündigung heutzutage. Und ich möchte wirklich warnen davor, dass wir uns in dieses Utopia reinbegeben. Wir müssen zur Realität zurückfinden. Das mussten wir die letzten 3 Jahre auch schon lernen. Und in der Bibel müssen wir das umso mehr lernen. Ja? Deswegen mache ich die ganzen Videos und zeige euch auch die Textstellen, damit ihr das selber auch nachlesen könnt. Ich bin am Ende. Ich danke sehr fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen Gottes Segen, viel Kraft, viel Glaubenstrotz, viel Zuversicht, viel Mut, viel Bekennermut auch. Es gibt viele Menschen, die durch die Krisen, die wir jetzt sehen, mit dem Evangelium neu in Kontakt kommen und fragend sind. Seid bereit zur Verantwortung für die Hoffnung, die in uns ist. Ja? Dazu wünsche ich euch viel Kraft, Gottes Segen und bis bald.